Hallihallo, Hallöchen, und wir geben dem Doktorchen jetzt die Sachen. Oder? Würde ich doch sagen. Ja, bitte sehr. Tada! Was nun los hier? Müssen wir jetzt Pilze sammeln gehen? Finde die auf der rechten Seite vorgegebenen Symbole, um dir die Geschichte anzuhören. Yes! Ach, Okay. auf dem Pilz ist es, auf dem linken kleinen. Achso, ich klicke hier hin. Das andere links war es wieder. Ja, okay. Hä? Ach, wir müssen das dreimal finden. Guck mal, da sind drei so offene Kreise. Ich denke mal, du musst wieder was wegschieben, die Blütenblätter oder irgendwie Ach sowas. so. Ups. Oh. Ich dachte, ich kann da aber auch was wegschieben. Ja, hätte ich auch gedacht. Er hat ein Tattoo. It's Natürlich. marvelous. Und jetzt haben wir This es ihm mushroom is geklaut. quite special. A single bite from the wrong part can be deadly. But if you know where to cut, you can get the cure for almost every poison. Cool. Okay. So, da. Im Kaffee. Da. Ah, da kannst du es ziehen. Okay, schieben, drücken. In order to get the healing part, one must cut the mushroom at the precise spot, so the poisonous and the healing juices don't mix. For that purpose, I made special dissection tools and hid them in a box between my books. Ach so. Natürlich. Das ist aber sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, warum schreibt er denn auf, dass er das versteckt hat? Gute Frage. This Vor allem, special wo er das mushroom grows versteckt only in hat. the Damit das old nicht vergisst. mole mine. The mine itself is hidden in the forest, but can be easily recognized thanks to two mole statues. Still, I won't go there anymore after I got beaten and mugged by an angry rat. Okay, ja. Natürlich. Ja. Ach so. Dann, hallo, ich hab geklickt. Aber das Mach. Spiel sagt nein. Frechheit ist das immer. Das finde ich auch wirklich nicht so schön gelöst, dass du manchmal so richtig hart genau irgendwo draufklicken musst. Ich meine, ja, es ist ein Wimmelbild und streng genommen auch ein bisschen Point and Click, aber trotzdem. Ja, aber guck mal, dieser Pfeil, wie überdimensional groß der auch ist. Richtig. So, und dann damit nichts zu treffen, bisschen komisch. Ja. Wow, Flash! Nee, wie hat Sheldon das in Big Bang Rock gemacht? Zoom, zoom, zoom. Oh, Messer. Die ist zu dick. Die brauchen Ich weiß nicht, was ich damit anbauen eine Anleitung. Eine Anleitung. Vielleicht das? Nein. Nee, das ist die Anleitung für das Pilz-Auseinandernehmen-Gerät. Hallo. Ach, nicht er schon wieder. You may find me, but you'll never get the cure. Wow. Dass der immer alles zerstören muss, so. Mag ich. Oha. Ich mach das auch oft. Nach unten. Oh. Der hat uns einfach geschlagen. Schon wieder. Nee, ich glaube, das war richtig gerade. Da? Das erste. Nee, eins weiter. Da? Links. Ja. Ah. Oh, man merkt, ich bin gar nicht müde gerade. Nee. Aber ich bin ja auch noch da. Ja, da ist Ja. richtig. Nee. Ja. Ja. Gut. Ach, das auch Hä, noch. wo denn? Da auf der Nase. Nee, am Arm, damit er das Schwert fallen lässt, glaube ich, oder? Ah! Du Away. kannst aber beides. Away. Hallo?
Jetzt aber. Ja. In dein Gesicht. Oh, das ist gut. Jetzt haben wir ihn fertig gemacht. Hä, warum? Ich frag nicht. Ah doch, das kann ich aber verstehen. Wenn er jetzt die Zettel abreißt, wo das draufsteht, dass er gesucht wird. Ja, okay, das stimmt. Ich will dem... Da ist doch noch was an dem Schal. Ah. Was ist das? Der hat noch was in der Hand. I'd better find something to tie him up. The doctor could use the money from Ratroche's bounty. Oh, stimmt. Hey. Okay. Ja. Ach, wieder. Hier. Ja. Mhm. Da. Wie einfallsreich, dass wir das schon wieder machen müssen. Mensch. Oh no. Was ist das? Kaputt ist das hier. Warum machen wir immer alles kaputt? Manu. I'd better find something to tie him up. The doctor could use the money from Ratroche's bounty. Okay. Da. Schlüssel, da vielleicht der. Mhm, da hat er ein Set drauf. Wahnsinn. Wow. Ach, jetzt haben wir was, um ihn zu fesseln. Okay. Das Schöne ist, er hat vorhin gesagt, für die Lianen braucht er ein größeres Messer, weil die zu dick sind. Und das Erste, was ich hier lese in diesem Wimmelbild, ist kleines Messer. Stimmt. Guck mal, die Feder ist... Ja. Jeps. Finde ich schön, dass du mich verstehst. Da ist der Kristall, da ist das Blatt, da ist die Schachfigur. Schneekugel. Schwimmer. Ah, da, genau. Und Pfeilspitz. Wunderbar. Ein blaues Rad. Ah, hier vielleicht? Ah, nee, auf der anderen Seite. Nee, das war für das Puzzle, was wir kaputt gemacht haben. Aber jetzt haben wir ja sein Schwert. Aha. Da-da. Weißt du? Der hat uns die ganze Zeit damit gehauen und das Ding scheint echt scharf zu sein, aber ansonsten geht's uns gut. Mag ich. Ja, ja. Aber wir hatten ja Schildschutz. Hä, aber... Hatten wir das? Nee, guck mal, das Puzzle, was du vorhin kaputt gemacht hast, aus Versehen. Eins weiter hoch, glaube ich. Mhm. Da hinten, ne? Da, genau. Aber eins fehlt, glaube ich, noch, ne? Ja, und das ist ja da drin. Ja. Bei dem, siehst du, hier. Ach, so meinst du das? Ja, wir haben noch den Zettel. Ne, den anderen Zettel. Ah. Macht das jetzt wieder von alleine? Nee, scheinbar nicht. Nee, du musst die richtige Reihenfolge drücken. Ach so. Okay. Der und der. Wow, es glitzert. Gib mir das. Ja, nimm mit. Danke. Ich könnte das benutzen, um ein starkes Seil herzustellen. Hast du das gerade gelesen noch? Ja. Warte. Ja. Hä? Die Lianen musst du, glaube ich, da drauf benutzen. Ah. Ach, wow. Jetzt können wir ihn fesseln. Jetzt fesseln wir. Da. Oh, nö. Das brauchen wir bestimmt gleich, um da runter zu kraxeln, wenn der Deckel aufgeht. Mm. Brauche etwas, um die... Ach so, nein, jetzt brauchen wir das, okay. Aha. Verbinde die übereinstimmenden Räder miteinander, ohne dass sie die anderen dabei überkreuzen. Ach so, oh, sowas mag ich. Warte, nee, das geht gar nicht. Doch, mach mal runter. Nee, runter. Ja, aber dann komme ich ja nicht mit dem Grünen weg. Doch. Ach doch, komme ich doch. So. Dann den einfach außen rum, ja.
Jetzt weiter nach rechts oder hoch? Ich guck gerade, ich würde nach oben gehen. Nee, gar nicht wahr. Guck mal, weil blau muss oben rüber. Ah doch, nee, geht doch. Genau. Blau ganz oben rüber, richtig? Dann und rot. Dann... So. Ja, mach genau so und dann lila außenrum, richtig. Tada. Da hat ihm seine Bombe ja richtig viel gebracht. Jawohl. Da ist ja der Pilz. Ja. Da. Mag ich. Ich weiß nicht, wie ich das ohne Anleitung tun soll. Da. Muss er den nicht erstmal nur abschneiden mit dem Messer? Er weiß nicht, wie er das ohne Anleitung tun soll. Da. Hä? Wir haben doch die Anleitung. Was will er denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir jetzt was anderes. Ja. Da. Oh Gott. Ja. Okay. Hä? Jetzt brauchen wir doch den Pilz selber. Oh, und jetzt kann ich den erst abschneiden, oder? Bestimmt. Nee. Oh, warte mal, da liegt doch eine Armbrust. Müssen wir den runterschießen? Ach nee, ist eine Angel. Das sah aus wie eine Armbrust im ersten Moment. Vielleicht aber auch mit der Angel. Oh, es natürlich. Es ist ein Pilzentferner. Entschuldigung, es ist weder noch... Ein Pilzentferner. Ein kaputter Pilzentferner. Oh, ich will nicht mehr. Oh Mann, ey. Ich bin im echten Leben ja schon echt tollpatschig. Und ich weiß zufällig, dass du das auch echt gerne mal bist, ne? Ja. Aber so... So schlimm habe ich mich noch nie in meinem Leben angestellt. Nein. Noch nie. Nicht wirklich. Oh, guck mal, da ist wieder unser Minenkerzenhelm. Stimmt. Hä, was kann ich mit dem Messer machen? Eine gute Frage. Was kann ich hier aufschneiden? Mich bitte nicht. Ach, ich kann da was. So. Oh. Okay. 3 von 4, bravo. Okay. Das da. Ja. Da? Nee. Da? Ich glaube auch der Ring ganz links an der Kistenwand. Der goldene. Das? Mhm. Da ist noch was. Ja. Die Puppe oben rechts in der Ecke. Ja. Stange Dynamit, glaube ich, dazu erkennen. Da. Und der Füller auch ganz links an der Wand. Mhm. Und die Flasche. Und die Münze sehe ich auch unter dem blauen Pin. Tadam! Schön! Ein Pilzentferner. Natürlich. Bitteschön. Dankeschön. Gern geschehen. Wunderbar. So. Jetzt. Was ein Gerät. Gib mir den Pilz. Oh, warum klang das plötzlich, als hätte es einen Motor? Es hat einen Motor. Ach so. Hat er mit dem Mund gemacht. Ach klar. Oh Gott, nee. Warte. Drücke auf die Nadeln, um sie einzuziehen. Wenn du eine bewegst, bewegt sich die gegenüberliegende auch mit. Ich bin aber gerade ein bisschen verwirrt. Wie muss das denn... 1, 2 ist richtig. 3 ist drin. 4 ist raus. 5 muss raus. Hä? Die gegenüberliegende ist ja wohl eine Lüge. Tut sie ja gar nicht. Ja, stimmt. Raus, raus. Raus. Weißt du, was ich mich gerade frage? Du hast bei der Anleitung nur bei ein paar Zahlen hast du Pfeile. Kann es sein, dass wir nur die hätten drücken müssen, dass das wirklich schon die Lösung ist? Nee, oder? Das wäre zu einfach. Oh, das wäre es ja. 1, ich finde es halt seltsam, dass 2, bei der 3 und der 4 und so einfach 5, keine... 6, 8. 7 und 8. Achso, 7 und 8. 7, 8. Keine Ahnung. Jetzt ist eh schon verkackt. Nee, jetzt ist... Ich glaube, wir haben zu viel vorher. Ja. Hä? Aber ich sehe nicht, ob das jetzt hier... Ist es drinnen oder draußen? Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Also 3 und 4 sind drin, würde ich sagen. Aber ich erkenne das auch unheimlich schlecht. Guck mal, jetzt sind die alle drin. Das haben wir gut gemacht. Aber die gegenüberliegenden, das ist ja wohl eine Lüge. Das stimmt ja gar nicht. Das ist wieder das gleiche wie mit diesen blöden Nägeln. Was?
Jetzt habe ich den Erfolg bekommen, verende alle Minispiele, ohne eins zu überspringen. Okay, wir mussten sie alle rein machen. Okay. Oh oh. Ich dachte schon, du musst das jetzt machen. Ja, dachte ich auch erst. Flash! Zoom, Juhu. Zoom, Zoom! Mama, hier! Schluck das! Wow! Das, wie wir gesagt haben, einfach. Nun, also wir haben Pilz abgeschnitten und... Ja. Also, und die Glocke haben wir repariert. Und das Pilzschneidegerät. Gut, das tut mir leid, das ist jetzt eine kurze Folge, aber das macht nichts. Ist okay. Passiert, passiert. Ja. Konnten wir jetzt nicht wissen. Wir gucken ja vorher nicht, nee. So, wie lang. Aber, ja gut, für ein Bonuskapitel, ja, ist okay. Aber ich hätte mir jetzt gewünscht, im Bonuskapitel, dass sie irgendwas bringen von dem Pfarrer oder so. Ja, ich bin enttäuscht. Was ist denn jetzt mit dem? Wo ist der? Was ist, einfach, ist mit Fatih? Er hat seine Maske wieder aufgesetzt und war einfach verschwunden wieder. Ja, und jetzt finden wir den nächsten und dann können wir auch sagen, warum hast du nur eine Maske auf? Oh. Ja, vielleicht ist da Corona. Weiß ich doch nicht. Wer weiß. Nun gut, ja. Ja, war ein nettes kleines Bonuskapitel. Wir kennen das ja aus den anderen Wimmelbildspielen. Ja, da stimmt. Sind die ja auch immer sehr, sehr kurz. Von der Story hier hätte ich mir, auch wenn es so ein Wimmelbild ist, doch ein bisschen mehr erhofft, muss ich ja, sagen. Es war schön und süß und niedlich und alles, aber die Story war echt ein bisschen Ja. Ja gut, dann hoffen wir, das nächste wird besser. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.